Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Three Bears Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe 79,99 € für den Großen bezahlt und ich meine, dass die liebe Nicole von Chiquitas Place auch den Großen euch heute vorstellt. Und genau das Video geht jetzt exakt mit meinem online. Also wenn ihr noch eine zweite Meinung haben möchtet, schaut super gerne bei ihr vorbei. Hier haben wir ihn und ich finde 79,99 € für Porridge ist schon eine Hausnummer. Aber wir gucken mal, was wir jetzt hier drin finden dürfen, weil Three Bears hat ja eigentlich auch noch andere Produkte als nur Porridge. Schon das erste Kläppchen habe ich ein bisschen eingedrückt. Also da scheint der Adventskalender bis zu Weihnachten nicht ganz so gut zu überleben. Hi Sammy! Hier haben wir am 1. Dezember das Porridge feinster Kakao drin. Und das ist so eine kleine Größe mit 50 Gramm. Das ist quasi eine Portion und ich meine, dass wir nicht jeden Tag nur diese Einmalgeschichten haben. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, ich persönlich mag Porridge sehr, sehr gerne. Und jetzt halt gerade, wenn es dann ein bisschen kälter wird, im Sommer nicht so unbedingt, muss ich gestehen. Da bin ich dann eher so der Müsli-Typ mit kalter Milch, ne? Aber wenn es halt draußen kälter wird, dann gönne ich mir auch mal ein schönes, warmes Porridge. Ich weiß nicht, aber ich glaube, mein Adventskalender ist irgendwie falsch, denn am 2. Dezember komme ich nicht an das Produkt dran, weil da ist irgendein Gläschen drin oder so. Was ist das? Ist der irgendwie falsch gepackt oder so, ne? Weil hier habe ich dann theoretisch das Gläschen, aber das kommt hier nicht so raus. Okay, hier ist irgendwie was durcheinander, glaube ich. Der lässt sich jetzt auch nicht irgendwo öffnen, dass ich jetzt irgendwas umdrehen könnte oder so. Das heißt, vermutlich zeige ich euch dann die Kläppchen leider nicht in der richtigen Reihenfolge. Denn selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, aber ich meine, da komme ich jetzt eher sehr schlecht dran, ne? Da sind halt irgendwie zwei Sachen drin. Das hier ist dann vielleicht für die 2 noch ein Porridge. Einmal dieser kerniger Klassiker, auch wieder 50 Gramm, ne? Also das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Genau, ja. Das kann man pur essen oder man kann es verfeinern mit Obst zum Beispiel oder so. Und das hier ist dann vielleicht der 3. Dezember Haferpasta. Und zwar sind das Casa Recce Al Dente in 8 Minuten. Al Dente esse ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gerne, meine Pasta. Also ich lasse die dann doch ein bisschen länger kochen. 250 Gramm. Für mich persönlich eine gute Größe, wenn ich jetzt zum Beispiel nur für mich und für Julius was mache. Genau, aber wenn ich jetzt mit 2 Erwachsenen und einem Kind dran essen müsste, wäre das ein bisschen wenig. Hier haben wir die Nummer 4. Hier drin haben wir Overnight Oats. Das finde ich lecker. Typ Eiskaffee. Interessant. Sowas kann man dann morgens ganz gut wahrscheinlich auch zu sich nehmen. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Ich habe noch nie Overnight Oats gemacht. Man legt die ja irgendwie dann über Nacht ein, dass die so aufquellen. Und dann haben die einen Kaffeegeschmack. Das ist auch aufregend. Like Porridge, but cold. Das ist dann für den Sommer vielleicht auch ganz geil, ne? Am 5. Dezember haben wir auch Overnight Oats drin. Ich glaube, wie gesagt, mein Adventskalender ist vollkommen durcheinander. Edle Erdbeere haben wir hier mit dabei. Das hört sich auch sehr, sehr frisch und lecker an. Und ja, so morgens ein paar Obstgeschichten in einem Porridge drin, finde ich ganz gut. Und ich glaube, dass das halt wirklich eher was für die wärmeren Tage ist. Ja, hier beim 6. Dezember haben wir dann quasi auch wieder 2 Produkte. Vermutlich muss das nicht so. Da habe ich hier 2 Pocket Porridges drin. Mag ich richtig, richtig gerne. Auch für unterwegs wirklich ganz gut geeignet. Haferriegel, dreierlei Nuss mit 55 Gramm. Sowas esse ich mir halt auch. Also es ist halt so, dass ich ja auch abends sehr, sehr lange wach bin. Und dann halt vom Abendbrot, was dann ja um 6 Uhr abends ist, bis dass ich ins Bett gehe, was meistens so 3 Uhr ist, vergeht eine ziemlich lange Zeit. Und wenn ich dann am PC sitze, noch irgendwie Videos schneide, E-Mails beantworte und so, ist es immer ganz gut, wenn ich mir nochmal sowas esse, weil das ist einfach deutlich gesünder, als wenn ich mir jetzt irgendwie Chips oder Schoki oder so dahin stelle. Und deswegen nehme ich das sehr gerne zu mir. Und was hier auch mit drin ist, aber wahrscheinlich nicht in das Kläppchen gehört, egal, ist hier das der Haferriegel Pocket Porridge feiner Kakao. Auch hier 55 Gramm. Und ja, ne, das ist dann auch so eine Geschichte, die ganz gut ist. Und Sammy fordert gerade was zu essen ein. Also letztes Mal ein Adventskalender-Unboxing mit Kind. Jetzt ist der Hund hier irgendwie halb auf meinem Schoß. Was ist hier eigentlich los? Sodom und Gomorra. Herzlich willkommen in der Adventskalenderzeit. Belohnen wir den jungen Mann hier nochmal fürs Betteln. Solltest du Bock haben, mehr von mir zu sehen,
Abonnier super gerne diesen Kanal. Ich würde mich mega freuen. In der Nummer 7 haben wir wieder ein Porridge drin und das ist die mohnige Banane, auch mit 50 Gramm. Sowas mag ich persönlich auch richtig gerne. Ich bin ja auch so ein Bananenfan. Eben habe ich mir noch mit meinem Sohn eine Banane geteilt. Dementsprechend passt das sehr gut. Und ich mag auch gerne Mohn. Das ist nicht jedermanns Sache. Und vor allem muss man da ein bisschen aufpassen. Das setzt sich nämlich zwischen die Zähne sehr gerne. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, aber ich glaube, es ist halt genau andersrum, dass es eigentlich die 12 sein müsste. Egal, Erdbeerscheiben habe ich ja auf jeden Fall drin, gefriergetrocknet. Sowas kann man sich dann halt snacken oder halt ins Müsli, ins Porridge reinmischen. 20 Gramm sind hier drin oder halt so als kleiner Snack zwischendurch für zum Beispiel den kleinen Sohn oder für einen selbst. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über so einen Pocket Porridge freuen. Das ist jetzt der zimtige Apfel, der natürlich richtig gut in diesen Adventskalender reinpasst. Mag ich so gerne solche saftigen Riegel, in Anführungsstrichen. Das ist ja wirklich eher so ein Porridge mit Wasser oder mit Zuckerwasser, wie auch immer, ne? Und dann halt schon so verzehrfertig für unterwegs. Richtig, richtig toll. Und ja, genau, eine Originalgröße. Sehr cool. Auch in der Nummer 10 darf es mit Overnight Oats weitergehen. Hier habe ich jetzt die goldene Mango als Variante mit 50 Gramm. Ja, also man bekommt hier definitiv einen schönen Einblick in die verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch in die verschiedenen Produktrichtungen, die Three Bears wohl so hat. Ja, die Nummer 24 wird dann leer sein, denn in der 11 habe ich jetzt hier diese Bananenscheiben drin. Auch hier gefriergetrocknet, genau das gleiche wie eben bei den Erdbeerscheiben. Ne? Hier geht es wirklich drunter und drüber. Eieieiei, passiert. Ne? Ich glaube, die Adventskalenderzeit ist auch für solche Firmen immer so ein bisschen Aufregung pur. Zur Halbzeit in der Nummer 12 erwartet uns jetzt eigentlich irgendwas anderes, aber hier habe ich jetzt den zimtigen Apfel als Porridge drin enthalten mit 50 Gramm. Wie gesagt, mag ich sehr, sehr gerne und ist halt auch super geeignet für die Adventszeit. Sammy, was ist los mit dir? Was haben die Männer eben unten mit dir gemacht, dass du hier so hochgeschossen bist und jetzt auf einmal so einen großen Hunger hast? Das ist unglaublich. Auch am 13. Dezember, also jetzt zur zweiten Halbzeit, ich kann jetzt zur ersten Halbzeit relativ wenig sagen, außer dass wir halt echt eine schöne Auswahl haben, ne? Aber es ist alles durcheinander, deswegen ist es schwierig. Zur Halbzeit haben wir auf jeden Fall die fruchtige Kokosnuss als Porridge. Ich esse gerne Kokosnuss, dementsprechend passt es eigentlich ganz gut, ne? Ist nicht jedermanns Sache, aber ich mag's. Zum 14. Dezember haben wir auch wieder Overnight Oats. Hier haben wir die Geschmacksrichtung Bananensplit. Das ist nicht ganz so mein Fall, weil ich mag nicht gerne oder eigentlich nicht ganz so gerne Obst in Kombination mit Schokolade. Und Bananensplit ist ja quasi Banane mit Schoki. Am 15. Dezember habe ich hier auch wieder gefriergetrocknete Himbeeren drin. Das sind einmal diese hier. Also finde ich schon sehr interessant zu sehen, dass Three Bears auch sowas im Sortiment hat. Das wusste ich persönlich nicht. Genauso ne, diese Haferpasta. Wobei ich glaube, die Haferpasta war eigentlich die 24. Es ist hier sehr verwirrend. Es tut mir auch leid, wenn ich euch verwirre, ne? Aber es ist alles irgendwie crazy, Sammy. Was meinst du? Ja, ne? Und der Adventskalender ist auch schon ziemlich zerstört. Die Nummer 16 enthält bei mir den, das Porridge. Hatten wir das nicht eben schon? Oh, hier haben wir jetzt eine Wiederholung. Schade, Schokolade. Da hätte ich jetzt wirklich gehofft, dass wir keine Wiederholung hier drin haben. Denn das hatte ich ja schon mal irgendwie mit drin, ne? Ja, kann man dann sich gut kombinieren mit zum Beispiel den gefriergetrockneten Früchten oder so. Ja, eine Woche vor Heiligabend müsste aber eigentlich eher die Nummer 6 gewesen sein. Habe ich hier dieses zimtige Erdnussmus drin enthalten, 200 Gramm. Ich meine auch, dass das eine Sneak Peek war. Erdnussmus mag ich sehr, sehr gerne. Zimtig, dann wirklich eher so in der Weihnachtszeit, ne? Aber da macht man den Adventskalender ja auf. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe jetzt hier den 18. Dezember und da habe ich dreierlei Beere als Porridge drin enthalten. Diese Geschmacksrichtung hatte ich jetzt hier auch noch gar nicht drin gefunden, ne? Deswegen ist das ganz cool. Der 19. Dezember enthält Overnight Oats mit Kakao. Ja, sowas hört sich doch auch sehr, sehr lecker an und ist dann jetzt für diejenigen, die jetzt schon im August den Adventskalender bekommen haben und auspacken, eine schöne Sache, um das dann halt einfach so, ne, zu machen, wenn halt draußen die Temperaturen halt über 20 oder 30 Grad sind. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Ich habe in der Nummer 20 wieder die mohnige Banane, die hatte ich ja schon mal drin als Porridge. Ja, die Doppelung finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool. Und auch am 21. Dezember habe ich eine Doppelung, denn hier ist nochmal der feinste Kakao drin enthalten. Huch, Sammy! Nun habe ich auch am 22. Dezember, was ja auch eine Schnapszahl ist, auch eine Doppelung, nochmal diese Overnight Oats mit Kakao.
Ja, ne? Haben wir dann ja schon mal gegessen im Laufe der Weihnachtszeit und dann noch ein zweites Mal. Zum 23. Dezember bekommen wir dann auch noch eine Doppelung. Genau, die Fruity Coconut. Das ist einmal auch so ein Porridge. Genau, und somit haben wir dann alle Produkte ausgepackt. Weil die 24 ist jetzt ja bei mir ganz offensichtlich leer, weil ich das ja schon irgendwann vorher mal ausgepackt habe, wo dann ja auch irgendwie zwei Produkte drin waren. Wow. Ja, es ist ein bisschen durcheinander geworden, ne? Also ich habe jetzt alle Produkte vor mir liegen. Ich persönlich finde es schade, dass wir hier Doppelungen drin haben. Hätte es cooler gefunden, wenn wir wirklich in jedem Kläppchen auch was anderes drin gehabt hätten. Vielleicht einfach ein, zwei mehr von den Dingern. Oder ich weiß nicht, ob es hiervon noch andere Sorten gegeben hätte. Oder. Oder hier diese Pocket Porridge Dinger, ne? Ich weiß nicht, da hätte es doch wahrscheinlich auch andere Sorten gegeben. Ja, denn das ist halt so meine Einstellung, dass wenn ich einen Adventskalender ja auspacke, dass ich eigentlich auch keine doppelten Produkte drin haben möchte. Sei es bei Beauty-Adventskalendern, da möchte ich keine gleichen Farben drin haben. Bei Food-Adventskalendern möchte ich nicht nochmal das gleiche Produkt irgendwie drin haben. Schade. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja 79,99 dafür bezahlt, ne? Dass der jetzt komplett falsch irgendwie hier drin war, passiert, ne? Da haben andere Adventskalender halt die Möglichkeit von so einer Reverse-Klappe oder so. Das gibt's hier nicht. Also das ist halt so richtig fest zugeklebt. Das heißt, da kommst du halt auch nicht irgendwie so schnell hinter, dass dein Adventskalender leider falsch rum ist. Und irgendwann denkst du dir halt so, hä, was ist hier eigentlich los? Und dann sieht der Adventskalender leider am Ende so aus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Meine Empfehlung ist halt wirklich, wenn man einen Food-Adventskalender sich kaufen möchte und nicht diese Doppelung haben möchte, kann man sich vielleicht den von Degusterbox angucken. Oder My Müsli hat, glaube ich, auch noch einen etwas abwechslungsreicheren als diesen hier. Ne? Der hier ist vielleicht wirklich nur für Hardcore Three Bears Fans was. Also das ist so meine Einschätzung dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich persönlich feiere ihn jetzt für mich persönlich ja, aber als generellen Adventskalender leider nicht ganz so sehr. Ne? Ja, ihr Lieben, vergesst nicht, bei Nicole vorbeizugucken. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie dazu sagt. Also wie sie auch den Adventskalender bewertet und ob ihrer auch irgendwie falsch rum drin war. bei ihr kann ich dann wahrscheinlich auch entdecken, wie es hätte sein sollen. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.